Sollte euch bei irgendeiner Arbeit, zum Beispiel den Keilenwechsel, aus Versehen der Motor in die falsche Richtung, also rückwärts, gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, müsst ihr zwingend den Kettenspanner entnehmen. Das ist dieses Teil hier. Da kommt ihr relativ gut dran, wenn ihr die Abdeckung vom Motor entnehmt. Also den oberen Teil der Lüfterführung entnehmen und dann die Motorabdeckung. Und dann kommt ihr hier relativ gut dran. Das sind zwei Schrauben. 12er Nuss und dann holen wir den jetzt mal raus. So, wenn ihr die beiden Schrauben, wie gesagt, mit einer 12er Nuss gelöst habt, müsst ihr leicht dagegen klopfen und die Federspannung drückt den euch dann eigentlich schon entgegen. Hier seht ihr einmal jetzt die Öffnung, wo der Federspanner reinkommt. Die Funktionsweise zeige ich euch gleich. So, hier seht ihr ja den Kettenspanner, sowohl den alten als auch den neuen, habe ich jetzt für 165 Euro netto, also knapp 190 Euro bei Mitsubishi direkt gekauft. Gibt es auch für deutlich weniger als die Hälfte des Preises im Zubehörhandel, da ich mir da über die Qualität der Zubehörteile nicht so ganz sicher war, habe ich mir lieber ein Originalteil bestellt. Man braucht dazu noch hier diese Dichtung. Die kostet nochmal 3 Euro noch was bei Mitsubishi. Hier ist die Teilenummer. Wenn man das im Zubehörhandel kauft, gibt es das oft im Doppelpack. Die Dichtung wird mit der silikonierten Seite, also die hat eine normale Seite, eine mit so einem Silikonring. Silikonring kommt Richtung Motor. Das ist eine Papierdichtung mit so einem Silikonding. Und hier auf dem alten ist die schon relativ verbacken mit dem Spanner. Deswegen habe ich eine neue benutzt. Wenn ihr nicht zwingend den Kettenspanner austauschen wollt gegen den neuen, dann kann man den natürlich auch spannen. Da zeige ich euch jetzt noch einmal, wie das geht. Also wie gesagt, so sieht der Kettenspanner aus. Jetzt schon wieder im gespannten Zustand. So wird er auch eingebaut im gespannten Zustand. Und wenn jetzt der Motor das erste Mal dreht, dann soll der auslösen. Die Frage, wie mache ich das jetzt? Also wenn der Motor das erste Mal dreht, wird dieser kleine Hebel zurückgezogen. So. Und dann fährt der Kettenspanner aus. Natürlich, jetzt ist er in der Endposition. Der fährt natürlich nur so weit aus, dass die Kette die richtige Spannung hat. Also wenn ihr den jetzt ausgebaut habt und den quasi wieder in Nullstellung einbauen wollt, dann müsst ihr hier diese kleine Klinke hochdrücken und dabei, wenn ihr die hochgedrückt habt, kann man den Kettenspanner zusammenschieben. So, ich versuche das mal zu zeigen. Also Klinke noch, kann man zusammenschieben, so lange, bis dieser kleine Haken an dem Bolzen einrastet. Das kann ich jetzt mit einer Hand, kann ich das nicht, während ich filme. Jetzt ist er verschoben, deswegen fährt er nicht wieder aus, das sollte auch nicht passieren. So. Und wie gesagt, dann in dem verriegelten Zustand wird er eingebaut. Und wenn der Motor dann losdreht, schiebt er diesen kleinen Haltebolzen weg und fährt auf die richtige Spannung aus. Also wichtig, wie gesagt, in dem Zustand hier mit verriegeltem Haltebolzen wieder einbauen. Da ich eh einen neuen hier liegen hatte, wird der alte jetzt nicht mehr eingebaut, sondern direkt der neue. Ja, der Kettenspanner wird so rum wieder eingebaut, also in das Loch fädeln, Schrauben rein, festziehen. So, nachdem ihr den Kettenspanner wieder eingebaut habt, hier ist jetzt der neue, müsst ihr den Motor von Hand einmal rumdrehen, bis ihr einen Klick hört. Und dieses Klick ist, wenn dieser kleine Hebel ausrastet und der Kettenspanner die Spannung aufnimmt. Ja, im Zweifelsfall von unten
von oben wird das ein bisschen eng.